Ja, soweit mal meine Vorrede. Wenn Wortmeldungen sind, wie gesagt, einschreiben Wortmeldungen. Ansonsten schlage ich vor, ich trage jetzt vor, welche Lösungsmodelle ich sehe. Danach wird Norbert Weise zu den Modellen einige Worte sagen. Dann wird der Bernd Schneider seine Meinung kundtun. Und dann habe ich vor, ich habe hier die Liste der Teilnehmer, die ich gleich noch durchgehe, Sie auch zu fragen, welche Lösung Sie von den Lösungen, die wir dann unterscheiden, in 1, 2a, b, c und 3, welche Sie am ehesten befürworten würden. Mir ist klar, dass das jetzt ein paar Vereine sind, dass das nicht bindend ist, aber es ist eine Hilfe für uns. Vor allen Dingen ist auch eine Hilfe für uns, wenn organisatorische Dinge mit eingebracht werden von Ihnen, was jetzt die Vereine betrifft, wie sich das auswirkt. Ich fange jetzt damit an, dass ich abfrage, ob alle da sind. Ich habe den Daniel Knoll gesehen, ja, das hat jetzt auch geklappt. Herr Breitbach ist da. Christian Fach, ist der da? Das wäre der behauptete, keine Einladung bekommen zu haben, hat aber trotzdem noch mal eine bekommen, ist nicht da. Markus Fabig, wir haben einen Markus ohne Nachnamen. Ist er das? Wer mir antworten will, muss das Mikrofon einschalten, sonst höre ich es nicht. Christian Nochmal, Fach ist da. Christian. Ja, Bitte? Fabig ist da. Christian Fach. Fabig ist da, ja? Christian Ja, Fach? der ist auch da. Alles klar, prima, freut mich sehr. Dann haben wir den Herbert Reicher, ist der da? Christian Breit habe ich gesehen, Michael Zulewski habe ich gesehen. Herbert Reicher ist noch nicht da. Gut. Thorsten Birk auch noch nicht. David Vollmann ist da. Stefan Haas ist da. Marcel Lorenz. Ja. Ja, alles klar, gut. Kurt Händel habe ich schon gesehen, ist da. Axel Schmitz müsste sich melden, wenn er da ist. Hier winkt der Ralf. Wer ist das? Axel Schmitz ist da. Ach, der heißt Ralf hier. Gut, ja. Ist nicht schlimm. Der Rolf Neunkirch ist da und der Jörg Schmitz ist auch da. Das heißt, wir sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Vereinsvertreter. Sollte Herbert Reicher oder Thorsten Birk noch kommen, dann kann der später zutreten, müssen Sie sich halt irgendwann mal melden. So, ich beginne. Die Situation insgesamt durch die Corona-Krise erschüttert den Fußball weltweit. Sie erschüttert uns und sie erschüttert vor allen Dingen auch den DFB und seine Landesverbände. Beim DFB ist es inzwischen so, dass die möglichen Schäden durch den Coronavirus je nach Quartal, wann man hinguckt, 30.06., 30.09., 31.12., bis zu 60 Millionen Euro aufwachsen. Die Schäden entstehen dadurch, dass keine Länderspiele stattfinden und dass damit die Länderspieleinnahmen über die Medien und auch Zuschauereinnahmen weggehen. Dass aber inzwischen bereits auch Sponsoren natürlich hinterfragen, warum sie Leistungen bringen sollen für eine Maßnahme, die nicht stattfindet. Der DFB ist insofern in einer Situation, die er so noch nicht kennt, dass er nämlich in finanziellen, ja, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber doch in Einschränkungen unterworfen ist. Dass dazu noch weitere Dinge kommen, wie der Bau der Akademie oder auch steuerliche Strafzahlungen, von denen wir hoffen, dass das Geld bald zurückkommt, ist nur am Rande zu bemerken. Wir haben jede Woche mindestens eine Konferenz mit allen Landesverbänden, mit dem DFB. Und dort wird dann auch versucht abzustimmen, was geht nicht, was kann der DFB machen. Der DFB hat als erstes jetzt in einer Sondersitzung mit dem Vorstand einige Änderungen in der Spielordnung beschlossen, die alle befristet sind, die sich mit den Dingen beschäftigen, die die Landesverbände brauchen. Wir können uns wahrscheinlich abschminken, dass es eine einheitliche Regelung für Deutschland geben wird. Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass es unterschiedliche Reaktionen auf diese Corona-Krise gibt. Die Möglichkeiten, die wir reagieren können, werde ich dann vortragen. Aber Einheitlichkeit ist auch vom DFB nicht zwingend gefordert. Im Gegenteil, jeder Landesverband trifft seine selbstständige Entscheidung, wann er wie, was, wo weiter
Fußball spielt. Das gilt auch nicht nur für Landesverbände, das gilt natürlich dann auch für andere Ligen. Und die DFL hat ihre eigenen Probleme, werden auch nicht als Fußballorganisation betrachtet, sondern als Wirtschaftsunternehmen. Aber spätestens ab der dritten Liga wird es dann ganz schwer. Und wer die Zeitung oder die Medien verfolgt, weiß, dass in der dritten Liga, auch in der ersten und zweiten, aber in der dritten Liga, das Nichtspielen erhebliche finanzielle Probleme bereitet, bis hin zur Gefahr von Insolvenzen. Selbstständige Entscheidung heißt, die Landesverbände müssen selber sagen, wie sie es gerne machen würden, wobei man immer gucken muss, nach, wir als Landesverband nach oben, was macht der, die Oberliga, also der Regionalverband, weil es ja überall Verzahnungen gibt. Wir wissen inzwischen sicher, dass es irgendwo Bruchstellen gibt. Es sei denn, es wird von oben runter alle, das machen von oben runter alle das Gleiche. In der dritten Liga tobt zurzeit der Kampf zwischen den beiden Positionen weiterspielen oder nicht weiterspielen, sprich abbrechen. Das ist noch nicht entschieden. Es gibt insgesamt folgende Variationen. Die erste Variation, die ich vortragen will, ist die einfachste und die unwahrscheinlichste. Nämlich, das würde heißen, wir kriegen die Saison bis 30.06. noch beendet. Theoretisch würde das gehen. Der Spielausschuss und der Jugendausschuss und der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball haben getagt und haben gesagt, wenn sie am 7. Mai wieder spielen können, dann kriegen wir das mit der Saison bis 30.06. hin. Mit Mittwochspieltagen und so weiter. Wir können jetzt theoretisch auch im Verband sagen, wir spielen bis zum 31.07., spielen die Saison zu Ende. Beide Fälle sind aber für mich nicht realistisch, weil ich persönlich nicht davon ausgehe, dass wir am 7. Mai oder am 15. Mai wieder Fußball spielen dürfen. Das ist der Fall 1, der wäre unproblematisch, aber sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es die zweite Überlegung, Abbruch der Saison, nicht zu Ende spielen. Und dabei gibt es dann drei Unterüberlegungen. Wenn man die Saison abbricht, könnte man A, sagen wir starten in eine neue Saison, irgendwann, und zwar, wie wir auch in 2019 gestartet sind. Also das, was bisher gespielt worden ist, hat alles nicht stattgefunden. Wir fangen wieder an, wie am 1.7.2019. Die Lösung B wäre Abbruch der Saison mit dem Tabellenstand von heute. Und die Lösung C wäre Abbruch der Saison mit dem Tabellenstand nach der Halbrunde, nach der Hinrunde. Dann hätte jeder gegen jeden einmal gespielt. Und die Variation 3 wäre dann weiterspielen, irgendwann, wenn man darf. Wahrscheinlich ab August, September, aber sicher ist das auch nicht. Die Saison zu Ende spielen, das würde dann bis etwa November gehen. Und dann im November mit einer neuen Runde beginnen. Oder, auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten, dieses Jahr gar nicht mehr zu spielen und die Saison 1920 umzubenennen in Saison 1921. Herr Reicher, ich sehe gerade, dass Sie auch da sind. Ich hake ab. Danke. So, das sind die drei Überschriften. Also normal beenden, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel diskutieren. Da kann der Bernd Schneider sicher noch zwei Sätze zu sagen. Die Sache 2, abbrechen statt wie in der letzten Saison, hätte den Vorteil, dass wir über Auf- und Abstieg nicht reden müssen. Man spielt einfach wieder so, wie man schon mal gespielt hat. Die Sache mit Abbruch Tabellenstand heute hat natürlich die Problematik, dass es dann sein könnte, dass der Zweite nach 10 Spielen 30 Punkte hat und der Erste nach 11 Spielen 31 und der Tabellenzweite sagt, ja, wir haben noch zwei Spiele weniger als der Erste. Die hätten wir eines davon gewonnen, dann wären wir Erster. Insofern ist der Abbruch mit Tabellenstand heute natürlich nicht einfach, aber eben sportlich das, was erreicht worden ist. Und der Abbruch nach der ersten Halbrunde oder nach der Hinrunde
würde uns zurücksetzen. Auch das wäre eine Möglichkeit, die ich aber persönlich nicht so besonders mag. Bei dem Weiterspielen, da gibt es eben die Gefahr, dass dann die Saison gar nicht mehr richtig zu Ende kommt, auch in diesem Jahr. Es geistert zurzeit rum, und das kann ich mal ganz einfließen lassen, oder geistert nicht rum, ist gesagt worden, keine Großveranstaltungen mehr bis 31.08. Die Frage, was eine Großveranstaltung ist, ist allerdings offen. Es gibt zwar in dem Gesetz über Ordnungsdienste eine Aussage, dass das ab 500 Euro üblicherweise gilt. Ich habe heute Morgen erfahren, ein Gespräch mit dem Minister, dass man in Rheinland-Pfalz Großveranstaltungen wahrscheinlich definiert als Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern. Also insofern ist die Frage, wann man wieder im Amateurbereich Fußball spielen kann, völlig offen. Und den Leuten, die hoffen, dass sie in 2 Wochen wieder auf den Platz gehen können, das kann man vergessen aus meiner Sicht. Es kommt einfach und überall auch raus, das Entscheidende ist die Gesundheit der Bevölkerung. Und der Fußball ist eine Kampfsportart mit Kontakt, egal ob Zuschauer da sind oder nicht. Ich habe heute Morgen auch erfahren, dass man daran denkt, Tennis spielen, Golf spielen und Leichtathletik wieder zuzulassen, vorzeitig zuzulassen, weil es da eben nicht zu diesen entsprechenden Kontakten kommt. Aber Mannschaftssportarten, Kampfsportarten und all die Dinge ganz weit nach hinten schiebt und sagt, dort ist das Risiko viel zu groß. Wenn wir uns vorstellen, beim Spielen der B-Klasse, dann ist einer infiziert, der das gar nicht wusste vorher, dann ist das Spiel alle 2 Mannschaften in Quarantäne. Dann haben wir die Saison, geht dann auch nicht weiter. Also es bringt dann gar nichts, sehr früh jetzt unbedingt wieder anfangen zu wollen. Ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist. Wie gesagt, das Weiterspielen würde dann heißen, wir machen jetzt gar nichts, wir frieren ein und irgendwann, aber auf jeden Fall im 2. Halbjahr und vielleicht im 4. Quartal dürfen wir wieder spielen. Ob das sinnvoll ist und ob das gerecht ist und ob das auch für die Vereine, was die Planungssicherheit, Spielerverpflichtungen, all das, was dazugehört, leistbar ist, wage ich auch zu bezweifeln. Soweit mal die Variationen. Zu den Variationen gibt es natürlich immer noch ein paar Unterpunkte und ein paar sonstige Sommersprossen. Aber das sind die Kernfrage ist, weiterspielen oder abbrechen. Und darunter gegliedert ist dann die Frage, weiterspielen, A, wenn die Saison zu Ende gehen kann oder bis, was weiß ich wann, oder abbrechen mit der Wertung in der Form, in den einer der 3 Formen, die wir hier haben. So. Soweit mal das Modell, die ich jetzt mal vortragen möchte. Jetzt würde ich als nächstes bitten, dass der Norbert Weise die Rahmenbedingungen für die Variationen mal kurz darstellt. Norbert Weise ist bekannt, unser Rechtsanwalt, hochqualifizierter Sportjurist, der auch, ja, ich glaube, täglich intensiv sich mit den rechtlichen Dingen beschäftigt. Es ist ganz interessant, wer sich alles dazu Wort meldet. Das sind bestellte Gutachter. Das sind aber auch, was ich inzwischen auch habe, die Regelungen des österreichischen Fußballverbandes. Und da habe ich mit Interesse festgestellt, dass da viele Parallelen sind. Die Gedanken, die man sich in Österreich macht, auch bei uns interessant sein könnten. Aber wir müssen hören, welche Risiken bietet oder bildet welche Entscheidung ab. Jede Entscheidung hat juristische Risiken, mal ganz klar zu sagen. Es sei denn, wir spielen die Saison zu Ende. Das ist alles klar. Aber wenn wir die Saison abbrechen oder verlängern, werden juristische Überlegungen fällig, die uns nun Norbert Weise mitteilen wird. Norbert, du hast das Wort. Ja, Walter, danke schön. Zunächst mal zu dem österreichischen Gutachten. Das deutsche, weil du gerade gesagt hast, dass es Übereinstimmungen gibt, das österreichische und das deutsche Zivilrecht ist weitestgehend übereinstimmend. Also das wäre überraschend, wenn es jetzt keine Übereinstimmung geben würde. Ja, ich möchte euch Ihnen mal ganz kurz Zusammenfassung meine Einschätzung geben. Kann natürlich hier in diesem Rahmen auch nur grob sein. Wenn nachher noch Fragen übrig bleiben, das wird der Fall sein, dann natürlich bitte die Fragen stellen. Klar ist, das rechtliche Risiko ist natürlich da.
Wir betreten ja hier Neuland. Eine solche Situation hat es noch nicht gegeben. Es gibt ja auch keine Blaupausen. Deshalb, egal was wir machen oder vor allem egal was wir nicht machen. Die eben genannten Szenarien, mit Ausnahme des Zu-Ende-Spielens, was aber für meine Begriffe völlig ausgeschlossen und illusorisch ist, sieht eben die Unterbrechung und später irgendwann mal, wir wissen ja und keiner weiß und kann das auch nur annähernd schätzen, wann es weitergehen kann. Das ist das Problem bei dieser Variante. Das ist die Unterbrechung. Und das zweite ist der Abbruch mit den verschiedenen Variationen, die Walter Desch eben genannt hat. Wie sieht die rechtlichen Risiken? Fassen wir mal zusammen, meine Beurteilung, die sind da, eindeutig. Aber ich meine, es ist überschaubar und wir können, ohne dass ich ein gewisses Risiko natürlich verkenne, aber die Stolpersteine, die auf dem Weg liegen, können wir zum größten Teil beseitigen. Und ich bin relativ optimistisch, dass die Varianten, ich beziehe das jetzt mal auf die drei Abbruchvarianten, dass die rechtssicher gestaltet werden können. Das rechtliche Risiko ist einmal die formale Gestaltung des Abbruchs. Wie kommt die Entscheidung zusammen? Sind wir überhaupt beim Fußballverband zuständig? Es geht ja immerhin um DFB-Recht. Ja, wir sind ja ermächtigt worden, inzwischen durch den DFB-Vorstand, in unser Recht zu implementieren. Das wäre also kein Problem. Im Falle einer Klage oder eines Widerspruchs wird aber dann immer rechtlich überprüft, ob die Entscheidung, also hier die Abbruchsentscheidung, ob die auch tatsächlich ordnungsgemäß auf dem dafür vorgesehenen Weg auch getroffen worden ist, durch das zuständige Gremium erst. Das ist die erste Frage. Da meinen wir, das wäre das Präsidium oder ein außerordentlicher Verbandstag. Das wird alles nochmal genauestens geprüft werden, natürlich auch in Abstimmung oder die Einbeziehung in welcher Form auch immer mit den Vereinen. Und was auch geprüft wird, aber eben nur beschränkt, weil wir ja die Sportverbände, die grundgesetzliche Autonomie haben, unterliegen die Entscheidung nur einer beschränkten Überprüfbarkeit. Und da geht es in erster Linie darauf, ob die Entscheidung, die getroffen worden ist, grob unbillig ist. Und da ist ja hier die Besonderheit, dass der ursprünglich festgelegte Modus ja nicht von uns einfach nicht eingehalten wird in dem Fall, sondern er kann gar nicht eingehalten werden durch die Corona-bedingten Umstände, die auch für uns, für alle unvorhersehbar waren. Die grobe Unbilligkeit, so meine ich, ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn wir durch unsere Entscheidung Härtefälle vermeiden. Das wäre denkbar in der Form, dass der Tabellenerste aufsteigt, dass wir keinen Absteiger nominieren. Problematisch wird dann sein, welche Variante nehmen wir? Die Variante nach der Hinrunde, da hat jeder gegen jeden gespielt, oder nehmen wir den aktuellen Stand? Da ist die sportliche Entscheidung auf mehr Spiele gestützt, sodass ich persönlich diese zweite Variante bevorzugen würde. Gibt natürlich dann immer noch Härtefälle, das ist klar. Was ist beispielsweise bei der erste und zweite Punkt gleich? Da wird man nicht sagen können, ein Punkt entscheidet, sondern da wird man dann besondere Härtefallentscheidungen treffen müssen. Ergebnis also, kurz zusammengefasst, Risiko da, aber ich meine nicht höher, sondern fast eher weniger, das mag überraschend klingen, als die Variante jetzt unterbrechen und irgendwann im Herbst weiterspielen. Denn das ist eine Form, wie ich es sehe, der Ungerechtigkeit. Zwischen dem Saisonwechsel wird es auch zu Spielerwechseln kommen. Dann wird nachher die eine Mannschaft nicht mehr die sein, die die erste Runde mitgespielt hat. Und noch andere Punkte sind hier ins Feld zu führen. In erster Linie natürlich die Planungssicherheit. Die Vereine brauchen jetzt alsbald Planungssicherheit. Die können wir nicht heute geben, die können wir nicht morgen geben, aber die können wir sicher dann geben, wenn sich absehen lässt,
dass wir auf keinen Fall in dieser Saison die Saison noch durchspielen können. Ja, so viel jetzt zu meiner Einschätzung. Ja, vielen Dank, Norbert. Bernd, jetzt würde ich dich bitten, mal aus Sicht des Spielausschusses oder der Spielausschüsse deine Position darzustellen, was ihr euch für Gedanken gemacht habt. Bernd, du hast das Mikrofon. Ja, erstmal recht schönen guten Abend in die Runde. Wir haben uns natürlich mit dem Spielausschuss auch so unsere Gedanken gemacht über die verschiedenen Szenarien. Für uns wäre es denkbar, wenn der Fußballverband Rheinland die Saison einstellen würde. Danach hätten wir eine Meinung gebildet, der Tabellenerste sollte in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen. Haben Mannschaften die gleiche Anzahl der ausgetragenen Spiele und gleiche Anzahl der Punkte, sollte ein Punktedurchschnitt errechnet werden. Das heißt, erzielte Punkte durch ausgetragene Spiele. Ich habe mal ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel eine Mannschaft 38 Punkte hat und hat 16 Spiele absolviert, dann wäre das ein Koeffizient von 2,3. Und wenn eine Mannschaft 37 Punkte hat und hat 15 Spiele ausgetragen, hätte der einen Koeffizient von 2,4 und damit wäre die Mannschaft B, so hingesehen, erster in dieser Staffel. Aber da wird es auch, wie der Norbert schon sagte, bestimmt Härtefälle geben, wo wir uns dann im Einzelnen über diese ganzen Sachen unterhalten müssten. Dazu kommt noch, es gibt keinen Absteiger. Wir plädieren dafür, dass in unseren Klassen keine Absteiger gibt, wodurch dann im Endeffekt die Mannschaftsstärken der einzelnen Klassen angehoben würden. Dies ist aber dann auch nur möglich mit der Rheinlandliga, wenn die Oberliga mitzieht, beziehungsweise wenn keiner aus der Rheinlandliga in die Oberliga aufsteigen will, dann ist die Sache schon klar, dann bleiben wir auf unseren Mannschaften sitzen, dann werden wir mit 20 Mannschaften spielen, aber das ist eine Sache, die nachher geklärt werden muss. Die Absteiger, dann vielmehr die wieder runterkommen auf das normale Soll, wird nicht im gleichen Jahr darauf stattfinden, sodass wir diese Abstiegsszenarien nicht jetzt von Knall auf Fall wieder machen, so wie wir jetzt in dieser Saison beendet haben und so weiter und so fort, sondern wir würden das über 2-3 Jahre so hingesehen kontinuierlich wieder abbauen, dass wir dann auf unsere Mannschaftsstärken wieder normal sind. Verzicht. Wir haben ja im Sommer diesen Jahres auf dem Verbandstag eine Spieländerung gemacht, und zwar es darf nicht mehr auf eine höhere sportlich erreichte Klasse verzichtet werden. Dieses müsste natürlich dann vom Präsidium genehmigt werden, dass wir dieses ein Jahr aussetzen, wobei dann eventuell sagt, es kann ja nicht jeder zum Beispiel, der jetzt im Moment oben steht, der hat ja vielleicht gar nicht damit gerechnet und will gar nicht in die nächsthöhere Klasse, also verzichtet er. Nach dem jetzigen Stand müsste er da drin spielen, aber das wollen wir dann so hingesehen dann ändern, dass wir dann so hingesehen sagen, okay, ihr könnt jetzt auf diese Klasse verzichten. Gleich so ist es auch, wenn wir keinen Absteiger haben. Wir haben ja verschiedene Klassen, das sind ja Mannschaften drinnen, die spielen mit 10, 15 Punkten schon Rückstand, die nie eine Chance hätten, in dieser Klasse zu bleiben, die von sich aus eventuell sagen würden, wir sind zu schwach für die Klasse, wir wollen nicht mehr in dieser Klasse spielen. Das würde dann natürlich die Mannschaftsstärke oder Staffelstärke dann dementsprechend reduzieren in den einzelnen Kreisen bzw. einzelnen Staffeln, und dann wären wir schon wieder an der Zeit. Wie gesagt, wir könnten die Sache, so wie der Walter schon sagt, Saisonende 30.06.2020 wäre, naja, machbar schon, aber ich plädiere nicht dafür, weil wir dann bis 30.06. jeweils Sonntag, Mittwoch, sogar eventuell noch Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag spielen müssen. Das werden uns die Vereine nicht mitmachen, beziehungsweise gesundheitlich würde das auch gar nicht hinhauen, weil da überhaupt keine Erholungsphase mehr für die Spieler wären. Statt wie 2019 annullieren, hier gebe ich zu bedenken, dass die Spielerwechsel dann anfallen im neuen Jahr und dann würde eine Mannschaft dann neu anfangen und der sportliche Erfolg, der 2019 dann bisher erreicht worden wäre, würde nicht gewürdigt. Abbruch dem Tabellenstand heute, klar, dann wieder der Koeffizient. Der Tabellenstand Hinrunde
Wäre auch zu machen, weil man dann hätten wir eventuell jeder gegen jeden mal gespielt. Wir hätten dann nicht so viele Spiele, die nachgeholt werden müssen, weil dort doch schon fast alle Mannschaften ihre Hinrunde beendet haben. Es sind nur zwei oder drei Stück. Das wäre vorerst, wenn jetzt zum Beispiel noch ganz kurz am Rande, wenn wir die Saison jetzt in Sammel abbrechen würden und würden dann sagen, okay, ab dem 1.7. ist eine neue Saison, wir fangen wieder an mit dem 1.8., was dann eventuell Probleme geben würde, wäre, wenn die Politik sagt, wir können am 1.8. noch kein Fußball spielen, wir können am 31.8. noch kein Fußball spielen, wir würden dann mit der Saison eventuell am 1.9. beginnen, dann könnten wir sagen, wir verlängern die Saison nicht auf den 31.25.21, sondern würden dann auch sagen, okay, wir machen das Spiel ja ein bisschen länger bis 30.06. oder 15.07.2021, da wären wir variabel drinnen und würden da dann so machen. Das wären meine Ausführungen. Ja, Bernd, vielleicht eine Ergänzung. Je später man anfängt, desto mehr Spiele hat man dann auch mittwochs, weil ja auch mehr Das ist Mannschaften drin sind. Das müssen die Vereine auch richtig. wissen, dass eine solche Das ist Lösung richtig. Ja. mehr Mittwochsspiele bringt. Aber das bringt beide Lösungen. Auch dann, wenn wir weiterspielen würden im August, spielen wir ja dann noch bis September, Oktober, November. Dann Würden wäre die die Spiele Saison noch, ja. noch kürzer. Ja. Dann ginge das überhaupt nicht mehr. Dann müsste man anschließend vielleicht sogar eine Halbrunde spielen, was ja auch nicht unbedingt sehr angenehm ist. Insofern ist eben die Frage, ob man dann nicht sagt, wir beenden das Ganze am 30.06. Und fangen aber am 1.07. neu an, haben aber dann ein bisschen mehr Luft, als wenn man dann, wenn man wieder spielen darf, noch die Spiele aus der letzten Runde noch alle machen muss. Dann wird es ja noch enger. Ja. Bernd, noch eine Frage. Ja. Du hast das angedeutet, es wird Härtefälle geben, ja, wo auch die Berechnungsmethode vielleicht nicht funktioniert. Wie sieht es denn der Spielausschuss, ich sage mal, mit sogenannten Kulanzregelungen? Also, wir haben da so zwei oder drei Vereine, die auch im Hunsrück-Mosel-Kreis sind, wo es punktgleich sind und die gleichen Anzahl der Spiele haben. Da müsste ich mit dem Kreis mal reden, ob man da nicht die Staffel um einen erhöht. Also, es sind ja nicht viele Fälle, dass sie statt mit 16 dann mit 17 spielen, wo sie dann drei Aufsteiger haben. Also es werden auf jeden Fall keine Relegationsspiele stattfinden, wo der Tabellenzweite der Liga noch eine Aufstiegschance hat. Das wird es nicht geben, weil das müssen wir einfrieren, weil wir das können wir nicht durchziehen. Also Und der ich hätte Zweite gerne hätte nur der eine Zweite Chance, wenn in. er über die Quotientenregelung dazu käme. Nee, der Zweite hat so hingesehen, es ist ja so, dass in der Tabellenzweite der Kreisliga B hat er noch als Recht, wenn ein freier Platz da ist in der A-Klasse, diesen Platz auszuspielen. Das würde aber dann hinfällig werden. Wir werden keinen Tabellenzweiten ein Entscheidungsspiel machen lassen, dass er aufsteigen kann. Wir werden nur die Tabellenersten aufsteigen lassen, nicht die Zweiten. Weil dann Ist kämen wir das wieder in, ja, dann kämen wir wieder in eine Bredouille rein, da die Staffeln noch größer würden. Und das ja. können wir nicht machen. Ja, Aber das diese können wir nicht machen. Aufstiegsbestimmungen haben wir ja verabschiedet, die gelten ja zurzeit. Die gelten im Moment, die müssten aber dann außer Kraft gesetzt werden, die Auf- und Abstiegsregelung. So wie Norbert, sie hör jetzt gut im zu. Moment ist. Ja, Ja, Norbert, das ist natürlich wir auch können wieder da eine nicht rummachen. Juristische. Ja. Das ginge dann über den Beirat, wäre das machbar? Richtig. So, So, noch ja. was ganz kurz. Du weißt ja, dass wir gerne den Rheinland-Pokal zu Ende spielen Ja. wollen. Wenn wir da jetzt bis 31.8. Probleme kriegen mit Großveranstaltungen, wo du sagst, über 75 Personen wäre eine Großveranstaltung, dann kriegen wir da bestimmt ganz große Probleme. Aber ich hätte den gerne noch gespielt, du weißt ja auch warum, weil das bringt ja auch den Mannschaften, die dann daran teilnehmen, für eventuell die erste DFB-Hauptrunde das Geld, beziehungsweise die, die in dem Rheinland-Pokal jetzt schon gespielt haben, haben sie auch schon die durch die Positionierung der einzelnen Stände, wo sie jetzt ausgestiegen sind, Halbfinale, Viertelfinale, haben sie auch schon ein bisschen was an Geld eingespielt. Das würden wir ja dann auch nicht auszahlen können, wenn wir das Geld ja nicht haben, ne, von dem Pokal. Aber die Kreispokale,
Die sind auf jeden Fall abgesetzt. Also es wird kein Kreispokal zu Ende gespielt. Und wir haben uns im Spielausschuss dazu entschlossen, alle, die jetzt noch in den Kreispokalen tätig sind, es gibt ja Kreise, die haben Achtelfinale noch oder Viertelfinale noch und Halbfinale noch, wir würden dann alle Mannschaften, die noch in den Kreispokalen im Wettbewerb drinnen sind, in der nächsten Saison in die erste Rheiner Pokalrunde reinholen. Dann als kleines Bonbon, wo sie dann eventuell auch mit ein paar Zuschauern machen können, dazu ein paar Spiele noch kriegen. Das wären meine Ausführungen. Ja, vielen Dank. Noch ein Wort zu dem Rheinland-Pokal. Wir haben ja immer dieses Rheinland-Pokal oder das Pokal-Endspiel, was bundesweit stattfindet. Das sollte am 23. Mai stattfinden. Da habe ich jetzt gerade vorhin von Herrn Thumm, der ja da in dieser Arbeitsgruppe ist, erfahren, dass die ARD sehr gerne diesen Pokalspieltag hätte, weil eben auch keine Fußball-Weltmeisterschaft ist und alles ausfällt, sie haben keinen Sport in ihrem Programm. Da wird zurzeit dran gearbeitet, dass dieser Pokalspieltag noch in dieser Saison, vielleicht ganz am Ende von Juni, vielleicht als Geisterspiel oder Geisterwettbewerb laufen soll. Das würde bedeuten, wir müssten unsere Halbfinals auch durchziehen. Hier muss man dann möglicherweise mit dem Land reden, ob es da Sondergenehmigungen gibt. Ich kriege gerade eine E-Mail, Herr Bertsch, Sie gucken auch immer, Sie haben sie nicht gekriegt. Es gibt eine neue Verordnung des Landes mit der Überschrift, da muss ich jetzt mal gerade gucken. Also es gibt Lockerungen für andere Sportarten, das ist bekannt. Mal sehen, ob da auch was über Fußball drinsteht, aber ich glaube eher nicht. Nach dem Gespräch mit dem Minister hat er mir da keine Hoffnung gemacht. Also es wäre bei einem Abbruch der Saison eine ganze Menge noch zu regeln, was aber grundsätzlich, sage ich mal, im Sinne der Vereine geregelt werden muss. Und auch geregelt werden kann. So, jetzt käme der dritte Teil unserer Konferenz. Bin ich jetzt rausgeflogen oder was ist los? Nee, bist drin. Ja, ich sehe mich nicht mehr. Das ist ja komisch. Da gehen wir mal hier drauf, bin ich wieder da. Jetzt würde ich einfach mal sagen, Feuer frei für Wortmeldungen. Am Schluss werde ich dann nochmal rundfragen, jeden Einzelnen. Was er denn so meint, welche Lösung er befürworten würde. Das ist keine Entscheidung. Es bindet uns auch nicht, aber es führt eben zu einer Meinungsbildung insgesamt. Deswegen machen wir das Ganze. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch machen wir das wieder. Und solange noch Interessenten da sind, machen wir das weiter. Alle 2-3 Tage. Und ich mache es gerne, weil ich auch gerne mit den Vereinen eben ins Gespräch komme. So, wenn jemand eine Wortmeldung hat, dann bitte unten rechts Ihre Mitteilung, Wortmeldung. Dann sehe ich das und dann erteile ich auch gleich das Wort. Jawohl, es hat sich gemeldet Christian Breit. Bitte. Ja, hallo, Christian Breit vom TuS Schillingen. Wir sind vertreten in der Bezirksliga West. Und mich würde interessieren, können Sie abschätzen, wann denn jetzt mit einer Entscheidung, wie sie auch immer ausfällt, zu rechnen ist, so ein grober Zeitrahmen? Ja, also ich sage Ihnen mal, mein Vorhaben ist, das haben wir aber nächste Woche im Präsidium, werden wir das besprechen am Dienstag, dass wir den Vereinen spätestens dann sagen, wie es weitergeht, wenn die alte Saison rum ist. Das wäre Mitte Mai. Mhm. Mitte Mai wissen wir auch, dass es kein Spiel mehr gibt, dass es also nicht mehr funktioniert. Bis 30.06. fertig zu werden. Und dann müssen wir sagen, wir verlängern oder wir brechen ab. Das ist meine Vorstellung. Norbert Weiser und Bernd Schneider, ich glaube, das war auch bei uns in den bisherigen Besprechungen so ein Termin. Es jetzt zu tun, halte ich noch für verfrüht. Jetzt, wie gesagt, Mitte Mai wäre also der Wunsch, den ich selber hätte. Ja, der früheste Zeitpunkt oder der früheste Zeitpunkt ist der, wann wir abschätzen können, dass die Saison nicht mehr durchgespielt werden kann bis zum 30.06. Und das wäre etwa Mitte Mai. Ja. Okay, darf ich noch eine Frage hinterher schieben? Ja, Sie dürfen. Es hat sich sonst noch keiner gemeldet. Wunderbar, wenn nicht einfach unterbrechen. Ich habe also mal grundsätzlich diese Entscheidung, die Sie zu 2a bis c vorgestellt haben, erscheinen mir, wie wahrscheinlich auch vielen anderen, am naheliegendsten.
Ich habe mir das mal im Vorfeld angesehen. Wenn ich jetzt diese Bezirksliga West sehe, ich glaube, da gibt es ja von unten hoch, obwohl es ein anderer Spielkreis ist, schon mal einen Härtefall. Da stehen in der Kreisliga A Mosel zwei Mannschaften mit 36 Punkten und 16 Spielen. Das bedeutet ja, dass dann unter Umständen eine Bezirksliga schon mal auf 19 Mannschaften anschwillt. Natürlich gibt es hier keine wirklich super Lösungen, wie sie gewesen wäre, wenn wir die Saison fertig gespielt hätten. Man muss dann natürlich meines Erachtens schon auch darüber nachdenken, wenn die Saison auch nicht pünktlich anfangen kann. Und pünktlich heißt ja in dem Fall analog der Rheinlandliga wahrscheinlich Anfang August, wenn das eine 18er, 19er Runde ist. Ob man dann nachher nicht einen Winter durchspielen muss oder was es da noch für Möglichkeiten gibt, weil irgendwo das Professionelle wird ja in der Bezirksliga wieder weniger. Also da muss man auch an die kleinen Vereine denken, dass man da vielleicht nicht noch eine 19er Runde in verkürzter Zeit oder nur schwer durchbringen kann. Das mal so ist mir aufgefallen. Ja, vielen Dank. Also die Überlegung habe ich auch und ich will es noch verschärfen. Wird für Trier vielleicht nicht ganz so tragisch sein. Aber wenn wir im nächsten Jahr, in 21, von Januar bis März einen strengen Winter haben, wo nicht Fußball gespielt werden kann, Im dann Hochwald werden schon. wir, dann stehen wir vielleicht schon wieder vor demselben Problem, aus ganz anderen Gründen. Ich sehe das auch und ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig sein wird. Aber Bernd, vielleicht kannst du dazu was sagen. Du hast ja schon gesagt, wir spielen dann bis 30.06. oder sogar bis 15.07. Das Problem ist uns bekannt, das sehe ich auch. Aber wenn man abbricht, die Alternative wäre, wir lassen auf- und absteigen, wie es ist, dann können wir uns vor Verfahren und Einsprüchen nicht retten. Ja, weil jeder sagen wird, ja, ich hätte ja noch eine Chance gehabt. Ich will es mal an dem Beispiel der Oberliga festmachen. Die Oberliga hat jetzt einen klaren Tabellenführer, Schott Mainz. Aber wir haben zwei Vereine aus dem Rheinland, TuS Koblenz und Eintracht Trier, die beide noch Chancen haben, aufzusteigen. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir setzen das alles aus, ja, das ist sehr schwierig. Also ich gebe Ihnen recht, man muss darauf achten, wie man das hinkriegt. Dann schafft ihr das? Also bin ich noch drauf, ja. Ja, du Also bist dran. in einer 18er Staffel haben wir immer schon mit der Rheinland-Liga hingekriegt, dass wir keinen Mittwochspieltag haben. Auch in der Saison, die jetzt abgelaufen ist, ist kein Mittwochspieltag drin gewesen und wir haben 18 Spieltage normal durchgeplant. Wenn wir jetzt natürlich zwei Mannschaften mehr dabei haben, haben wir 4 Spieltage mehr, logisch, dann müssen wir halt 4 Mittwochspieltage haben. Oder aber wir enden nicht am 31.05. beziehungsweise 16.05., wie vorgesehen ist oder vorgesehen war, sondern wir spielen dann 2 oder 3 Wochen länger und somit umgehen wir dann auch schon wieder diese Mittwochspieltage. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kalender ist mit diesen Feiertagen, wie der da ist, ob mit da viele Mittwochfeiertage oder sonst was. Wir kriegen das auf jeden Fall ohne irgendwelche größere Belastung der Vereine hin. Ich gebe Ihnen recht, wenn natürlich eine 18er Bezirksliga da ist und ich muss auf einmal noch eine Mannschaft mehr reinholen, eine 19er, klar, dann haben Sie natürlich diese 4 Spieltage mehr. Aber das kriegen wir alles über die Bühne, da werden wir hinkriegen. Da ist die Belastung bestimmt nicht so groß für. Okay, also Herr Breit, es ist halt wie es ist, ja. Ich kann es auch nicht ändern. Alternativen gibt es auch. Jetzt kommt die Wortmeldung von Christian, aber ein anderer. Das ist Herr Bach. Nein? Wer hat sich gemeldet unter dem Ja, Namen? Christian Tag, hallo, ich hoffe, dass du mich hören. Ja, wir Ja, hören uns. erstmal, hallo, ich bin Vertreter der SG Vitania Breitbach. Wir spielen mit der ersten Mannschaft Kreisliga A, mit der zweiten C und mit der dritten D-Klasse. Also für uns kommt auch eigentlich nur der Saisonabbruch und Neustart in Frage. Hört sich alles sehr gut an, auch mit der eventuellen Verlängerung der neuen Saison dann. Zum Thema Kreispokal ist natürlich schon schade, dass wir mit beiden Mannschaften im Halbfinale sind. Und ich finde, so ein Kreispokal kann man in einer Woche durchziehen. Man würde das Halbfinale spielen und die Woche darauf das Finale. Es sind natürlich, wenn man sieht, so ein Halbfinale kann vor 400, 500 Zuschauern gespielt werden. Im Finale, die werden bei uns mittlerweile vor knapp 800, 900 bis 1000 Zuschauer gespielt. Erhebliche Verluste für so einen kleinen Fußballverein. Wir haben das mal kurz ohne Finalteilnahme auf 5000 € beziffern können, die Heimspiele, die uns momentan ausfallen.
plus Halbfinale Pokal. Wie weit können wir da nicht doch da sagen, im Kreispokal zum Beispiel, wo nur Halbfinale und Finale zu spielen wäre, würde eventuell doch gespielt? Oder kann man eventuell finanzielle Entschädigungen irgendwo auch über Hilfefonds beantragen? Weil ich sag mal, beim Etat von 15.000 Euro und da fallen 5.000 oder 6.000 Euro weg. Ja, für einen Fußballverein in unseren Kreisen oder Regionen natürlich erhebliche Verluste. Und wie wird das gesehen? Zuerst die Frage, Bernd, an dich. Siehst du eine Chance, auf Kreisebene einen Kreispokal auch noch durchzuziehen, wenn die Saison eigentlich abgeschlossen ist? Also, wenn wir ja jetzt schon sehen, dass bis 31.08. Keine Spiele mehr stattfinden sollen, dann sehe ich keine Chance mehr, den Kreispokal durchzuziehen, weil ab 1.08. ist ja normalerweise schon die neue Saison, läuft ja dann schon, oder die Planung läuft mit dem Kreispokal, beziehungsweise mit dem Rheinland-Pokal. Also ich sehe da keine Chance, da irgendwie den Pokal auch später zu spielen. Ich wüsste nicht wie. Herr Fach, ich fühle mit Ihnen, Herr Fach. Ja, man kann natürlich diese Siegprämie, die man eventuell geschrieben hat, war nur ein Tropfen auf den heißen Stein in diesen Kreis liegen, damit die eventuell unter den letzten vier aufteilt. Das wäre eine Möglichkeit, aber das liegt an den Kreisen selbst, wie sie das handhaben. Ne? Ja, wie gesagt, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Aber es fehlen uns ja auch so noch 5 Heimspiele. Wir sind ein kleiner Verein, aber wir haben im Schnitt 150 zahlende Zuschauer. Es wird ja auch verzerrt. Die Pokal-Halbfinalspiele fehlen ist jetzt. Klar. Wie sieht der Fußballverband da Möglichkeiten, Entschädigungen zu zahlen? Kann man da irgendwie drankommen? Ich meine, betrifft ja nicht nur uns. Es wird ja viele Vereine betreffen. Man sieht es ab der dritten Liga, wo halt der Etat über die Zuschauer überwiegend fließt. So sieht es in der Kreisliga bei uns, geht es übers Würstchen und übers Bier, was verkauft wird. Ne? Und ja, kann man da irgendwas machen? Ja, also jetzt fällt mir gerade auf, dass ich den Herrn Bertsch zwar begrüßt habe, aber ihm das Wort nicht gegeben habe. Der Herr Bertsch kann mal kurz an der Stelle auch antworten auf die Frage. Die anderen kommen alle. Ich habe den Herrn Vollmann, den Markus. Aber jetzt erstmal den Herrn Bertsch, bitte. Herr Bertsch, schildern Sie doch mal in aller Kürze die Situation beim Fußballverband. Wir sind ja auch betroffen davon. Der Herr Bertsch wird Ihnen sagen, dass bei uns gemacht wird. Wir erwarten einen mittleren sechsstelligen Betrag an Verlusten. Wir haben den Haushalt schon reduziert und trotzdem. Und wir sind dabei, jetzt zu versuchen, über irgendwelche Hilfsfonds Geld zu kriegen, was natürlich die Möglichkeiten zur Hilfe für Vereine ja fast unmöglich macht. Herr Bertsch, können Sie mal kurz schildern, was für Maßnahmen beim Verband getroffen worden sind? Ja, also will ich dann nur in aller Kürze, weil das Thema ist natürlich sehr, sehr komplex und vielschichtig und hängt ganz maßgeblich davon ab, wie lange dieser Shutdown eben andauern wird. Wir haben die Sportschule geschlossen, da wurde uns die Entscheidung im Prinzip aus der Hand genommen. Es darf ja keine touristische Vermietung mehr stattfinden. Im Übrigen haben wir Gruppengeschäft und die Gruppen haben von sich aus alles storniert bis Ende Mai rein. Und insofern haben wir die Sportschule auch aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Wir hoffen, dass wir dann im zweieinhalb Jahr noch einiges aufholen können. Das ist im Moment ja noch ungewiss. Das bedeutet, die Mitarbeiter in der Sportschule sind komplett in Kurzarbeit. Und ähnlich sieht es auch aus für die Geschäftsstelle des Fußballverbandes, wo 2 bis 3 Mitarbeiter noch die Stellung halten, mich eingeschlossen, auch um die Finanzbuchhaltung, um den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten, aber ansonsten sind alle im Homeoffice. Und zur finanziellen Situation verweist im Moment noch das Land Rheinland-Pfalz auf die Rettungsschirme von Bund, auf den Rettungsschirm des Bundes. Und im Übrigen hat der Landessportbund, das haben ja die Vereinsvertreter möglicherweise auch schon gesehen oder in Anspruch genommen, diese Möglichkeit hinterlegt, eine Schadensmeldung einzureichen. Das haben wir als Fußballverband natürlich auch getan. Aber was da noch, oder ob da tatsächlich eine finanzielle Hilfe kommen wird, ist im Moment noch ungewiss. Also da hat das Land jetzt erstmal gesammelt. Es gibt erste Bundesländer, die auch tatsächlich schon
Hilfen geleistet haben oder konkret planen, Hilfe zu leisten, beispielsweise Schleswig-Holstein, die jedem dem Verein pro Mitglied 15 Euro zukommen lassen werden. So ist, ist der Plan. Ob das schon umgesetzt ist, weiß ich nicht. Oder auch Hamburg, die 5 Millionen in den Sport geben, um hier direkt sofort Hilfe zu leisten. Wie gesagt, Rheinland-Pfalz, nach meinem Kenntnisstand im Moment noch nichts Konkretes absehbar. Kann da konkret werden, nach dem Gespräch heute Morgen, wird für den Pott werden ca. 3 Millionen zur Verfügung stehen in Rheinland-Pfalz. Jetzt hat Hamburg, weiß nicht, 300 Vereine oder naja, alle Vereine zusammen haben sie auch mehr als 1.000. Wir haben 6.000. Also kann man sich vorstellen, wie das aussieht. Ich kann nur empfehlen, den Verein, aber jetzt ist der Termin schon vorbei, das war am 15.04., glaube ich. Also wir müssen sehen, wie wir selber über die Runden kommen. Ich kann nicht zusagen, beim besten Willen nicht zusagen, dass wir nur Vereine jetzt finanziell unterstützen in der Richtung, ob wir diese Pokalprämien auszahlen können, Bernd, das werden wir mal sehen, wie die Gesamtsituation dann ist. Aber das ist natürlich für den Verein hart, für Vital, das sehe ich auch. Aber schuld daran sind nicht wir, sondern die Corona-Krise. Die nächste Wortmeldung kommt von David Vollmann. Herr Vollmann, bitte. Ja, hallo zusammen. Herzliche Grüße aus der Kaul in Metternich. Wir stehen mit dem FC Germania Metternich in der Bezirksliga Mitte mit 13 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. Und ich könnte mich total freuen, wenn wir sagen, wir brechen alles ab und der Erste steigt auf. Das tue ich aber nicht, weil Fußball ja auch im Wesentlichen von Emotionen geprägt ist. Und wer unsere Historie kennt, der weiß, wie lange wir uns in der Bezirksliga Mitte befinden und wie hart wir daran arbeiten und wie oft wir auch knapp gescheitert sind an einem Aufstieg. Deswegen ist unser Interesse eigentlich schon, diese Saison sauber zu Ende zu spielen, um auch letztendlich diese Emotionen im Fußball auch mitzunehmen. Die Frage, das klang für mich eben so durch, war, oder die Aussage war ja, es ist vollkommen unrealistisch, weiterzuspielen. Was spricht gegen dieses Modell einer Saison 1921? Weil ich sag mal so, wenn wir irgendwann zu Beginn einer neuen Saison oder im Laufe der neuen Saison wieder in die gleiche Situation kommen und müssen wieder unterbrechen, dann steht ja auch wieder die Frage im Raum, was machen wir dann? Wird dann auch wieder abgebrochen? Wie gehen wir dann damit um? Weil es ist ja nicht auszuschließen, dass es nochmal passiert. Und deswegen ist für mich einfach die Frage, was macht das so unrealistisch? Und das Ganze, was wir jetzt besprechen, bezieht sich ja sehr stark auf den Seniorenfußball. Sprechen wir hier auch über die Jugend? Wird es einheitlich gehandelt oder gibt es irgendwelche Abweichungen, die dann zwischen den beiden Bereichen stattfinden werden? Ja, zu der Frage, wie geht es weiter? Ob wir jetzt abbrechen oder nicht, ändert ja nichts daran, dass ab irgendwann September wieder Fußball gespielt werden soll. Ob in einer neuen Saison oder in einer alten, ist erst einmal egal. Wenn wir befürchten, dass es wieder einen Rückfall gibt von der Corona-Krise, dass wir sagen, ab September breitet sich das wieder aus, dann ist egal, ob wir die Saison zu Ende spielen oder eine neue Saison spielen, dann dürfen wir halt nicht spielen. Nur hätten wir dann, wenn wir jetzt abbrechen, eine neue Ausgangslage. Und wie lange man eine Tabellensituation mitnehmen kann oder einfrieren kann, wie jemand gesagt hat, das ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich persönlich meine, dass man das sicherlich eine gewisse Zeit machen kann. Aber ein halbes Jahr jetzt nicht Fußball spielen, das ist eigentlich auch für die Vereine, ich will nicht sagen tödlich, aber belastet doch sehr. Und ich will auch den Vereinen die Sicherheit geben, dass es eben am 1.7. wieder losgehen kann. Ob das dann durchgängig wieder hält oder nicht hält, hat viele Gründe. Vom Winter angefangen über Corona-Krise und was weiß ich, was noch alles passieren kann. Aber die Saison zu Ende spielen wäre natürlich am schönsten, wenn wir es diese Saison noch schaffen würden. Das schaffen wir aber mit ziemlicher Sicherheit nicht, da gehe ich mal von aus. Und es ist eine Frage der Einstellung. Ja? Also man kann auch sagen, okay, wir spielen weiter. Die Bayern haben es gerade bekannt gegeben, dass sie planen, irgendwann weiterzuspielen, möglicherweise auch erst im März, April nächsten Jahres. Ja, dann wäre ein Jahr lang ohne Amateurfußball. Gleichzeitig, und das ist jetzt eine Argumentation, gleichzeitig dürfen andere Sportarten weitermachen oder wieder spielen. Tennis, Golf, Leichtathletik. Ich habe die Befürchtung, dass einige aktive Sportler bei zu langen Pausen uns auch verloren gehen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, dann sagt der Fußballspieler, mein Gott, dann spiele ich vielleicht Tennis.
das kann ich machen, oder ich spiele, weiß nicht, was mit Tischtennis los ist. Die Liste der Sportarten ist wohl gerade in Bearbeitung, die schon früher wieder ran dürfen. Also auch deswegen möchte ich die Pause so kurz wie möglich halten. Das ist klar. Nur für mich ist halt die Frage, was macht es so abwegig zu sagen, wir spielen die Saison auf jeden Fall fertig. Zu sagen, ja gut, vielleicht müssen wir noch 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen warten, aber dann spielen wir sie weiter und vielleicht müssen wir sie nochmal unterbrechen und spielen sie dann danach auch wieder weiter. Also wirklich zu sagen, bevor wir etwas Neues beginnen, spielen wir die Allsaison zu Ende. Was macht es so unrealistisch? Jetzt, ich spreche nur über den Amateurfußball, ich sag mal unterhalb einer Oberliga, weil darüber gibt es natürlich ganz viele Verstrickungen, die ist klar, sehr schwierig machen, und dann wird es ja auch schon international irgendwann. Deswegen, ich spreche wirklich über den unteren Amateurfußball. Gut, es ist eine Auffassungssache. Ja. Der eine sieht das so, ich sehe so, dass ich lieber Schluss hätte und neu starte und möglichst keinen benachteilige, als zu sagen, wir lassen jetzt alles weiter dümpeln und irgendwann spielen wir vielleicht mal die Saison zu Ende. Meine ganz persönliche Meinung, weiß nicht, andere können anders denken, gar keine Frage. Okay, Herr Vollmann, ich Dankeschön. Kurze Anmerkung zu diesem Weiterführen. Man muss bedenken, dass ja eine Wechselperiode ansteht und dann die Spieler ja, vielmehr die Vereine, die können sich ja dann verstärken, wenn weitergespielt werden sollte. Und das finde ich irgendwie ungerecht und unfair, wenn man dann sagt, okay, wir kaufen uns jetzt noch ein paar Spieler, damit wir eventuell stärker dastehen wie vorher. Okay. Das war ein Argument von einem Verein, der gesagt hat, ich habe jede Menge, ein Amateurverein, der sagt, er hat Spieler, aber keine Profis, sondern sind so 450 oder 250 Amateurvertragsspieler, die er 6 Monate bezahlen muss und nichts dafür kriegt. Das kann auch passieren mit denen ab 1.7., aber da kann er den Vertrag schon so gleich machen, dass er erst bezahlen muss. Es gibt Vereine, die haben da ganz klare Regeln, die zahlen nur Spieleinsätze und nicht Zeiten. Also da werden die Vereine auch manche umdenken müssen, weil sie jetzt in der Situation sind, dass sie Spieler weiter bezahlen, obwohl nicht gespielt wird. Das müsste man in Verträgen, wird man das künftig anders regeln. Also auch das wäre ein Punkt, der mich da auch mit ein bisschen beeinflusst hat, dass ein Verein sagt, ich muss meine Spieler bezahlen und muss die bezahlen noch bis dann und dann und ich habe keine Einnahmen und ich kann die auch nicht loswerden, weil ich sie ja wieder brauche. Ich kann nicht neu planen. In der neuen Saison kann ich neu planen, überlege, ist der mir nur mal ein Jahr lang das Geld wert oder nicht. Okay, nächste Wortmeldung ist schon Die Frage für die Jugend, die hätte ich gerne noch beantwortet. Also ist das einheitlich, was wir besprechen? Ja, die Jugend könnte noch etwas später wieder anfangen. Die Jugend wird sich dem anschließen müssen. In der Jugend gibt es noch einen weiteren Punkt für den Abbruch. Das sind die Jahrgangssituation. Es ist zwar zulässig nach den DFB-Änderungen, dass ein A-Jugendlicher, der schon Seniorenspieler ist, inzwischen noch die A-Jugend in der Zeit ab September, August, September weiter in der A-Jugend mitspielen kann mit seiner Mannschaft. Aber das ist auch wieder eine Erschwernis des Ganzen. Deswegen ist gerade in der Jugend, meine ich, wenn man abbrechen kann und sagt, jetzt haben wir die 9 Stichtage, und nach den 9 Stichtagen werden die Mannschaften aufgestellt und spielen dann auch wieder. Und nicht mit alten Stichtagen, wer weiß wie lang. Wenn Sie sagen bis 2019, bis 2021, ja, dann sind die ja schon ein Jahr lang Seniorenspieler unter Umständen. Also insofern haben wir die Jugend, Bernd, wir haben mit dem Peter Lipkowski darüber auch diskutiert. Der hat gemeint, er könnte noch bis 14. Mai warten, um seine Jugend noch durchzukriegen. Da gibt es natürlich dann die Probleme auch der Verzahnung, was Auf- und Abstieg betrifft, aber da werden sowieso andere Kriterien angewandt, als das im reinen Herrenspielbetrieb ist. Also insofern wird die Jugend damit auch leben können. Bernd, sehe ich das richtig? Danke. Ja, in der Jugend ist es ja so, die haben ja auch wesentlich kleinere Staffelstärken wie in den Seniorenspielbetrieb. Also mit einer 16er Staffel kriege ich ab dem 7. Mai kriege ich da Probleme, die durchzuziehen. Also da geht kein Weg dran vorbei. Und bei der Jugend, die haben weniger Spieltage und so weiter und so fort. Die könnten eventuell auch sagen, okay, wir machen nicht bis 30.06., sondern wir machen bis 31.07. Dann würden sie ihren Spielbetrieb auf jeden Fall noch durchkriegen. Aber das ist Sache des Jugendausschusses, wie die das handhaben. Ja, da spielen natürlich Ferienzeiten eine Rolle. Alles Dinge, die man dann berücksichtigen muss bei der Jugend. Genau. Okay. Dankeschön. Die nächste Wortmeldung ist von Markus. Bitte.
Ja, Markus Farbig ist mein Name. Ich bin aus dem Westerwald-Seekreis von der SG Nauroth-Mörl-Norken. Wir sind ein kleiner Verein. Ich will eigentlich nur eine Anregung geben. Der Bernd Schneider hat davon gesprochen, Aufstockung der Spielklassen durch Aufstiege und keine Abstiegssituationen. Ich glaube, dass 18er, 19er Staffeln unrealistisch sind, in der kommenden Saison durchzuziehen. Aufgrund dessen, weil wir nicht wissen, ob Corona und wie Corona uns wieder einholen wird. Das heißt, wir werden vielleicht auch mal die ein oder andere Woche abwarten müssen. Und der Westerwald-Siegkreis hat immer das Problem mit dem Wetter. Der Herr Desch hat es angesprochen, dass es durchaus mal sein kann, dass wir im März nicht spielfähig sind. Andere Kreise sind das sicherlich. Das heißt, wenn man größere Staffeln macht, wäre mein Vorschlag, falls das geht, in Vorrunden zu spielen, eine 18er Staffel aufzuteilen in zwei 9er Staffeln. Das kann man aus meiner Sicht problemlos machen. Das rege ich derzeit auch im Tischtennisverband an. Und würde dann eine Aufstiegs- oder eine Meisterrunde und eine Platzierungsrunde oder Abstiegsrunde anschließen. Dann könnte man in der Vorrunde mit einer Einfachrunde arbeiten und anschließend in der Meister- oder Platzierungsrunde mit einer Doppelrunde und käme auf 24 Saisonspieltage, hätte etwas weniger Spieltage wie bisher. Wir würden mehr Platz bekommen und wie vorhin gesagt wurde, wenn wir durch Corona länger spielen müssten im Jahr 2021, dann könnten wir auch den Juni noch mitnehmen. Wir hätten vielleicht genug Wochen zur Verfügung und müssten nicht wieder aussetzen oder wieder eine Saison abbrechen. Ja, also das wäre vielleicht eine Idee, wenn das geht, wenn die Regularien das zulassen. Da bin ich mir nicht sicher. Bernd. Ja, wir können eine Meisterschaft spielen. Bernd, du bist ja auch aus dem Westerwald, du kennst das Wetter. Ja, ich kenne das Wetter hier oben und ich muss sagen, Weihnachten habe ich im T-Shirt draußen gesessen. Hätten wir gut Fußball spielen können. Aber nichtsdestotrotz, wie jetzt eine Meisterschaft gespielt wird, ob jetzt jeder gegen jeden in 14 Spieltagen Hin- und Rückrunde oder aber, wie du schon sagst, Markus, in einem Play-Off-System, dass man erstmal eine Runde spielt und dann die Meister, also die Hälfte der Saison für Aufstieg und die andere Hälfte für Abstieg, das ist den Kreisen überlassen und das werden wir auch dann dementsprechend befürworten, wenn sowas die Kreise anstreben. Danke für den Hinweis. Sag mal, auf der anderen Seite hätte man die Möglichkeit, auf Härtefallregelungen natürlich zu reagieren. Man hätte in der 18er Staffel keine 34 Saisonspieltage, ja, und würde alles etwas straffen können, weil der Amateurfußball unten, ich bin nicht davon überzeugt, dass da in der A-Klasse oder B-Klasse ein Spieler 34 Mal spielen möchte. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir verschiedene Anfragen von den Kreisen haben, die bisherige 14er Staffeln komplett auf 16 umzustellen, was ich natürlich persönlich für Irrsinn halte, dass in den unteren Klassen 16er Staffeln sind. Aber es wird angeregt und ob jetzt eine Mannschaft mehr oder weniger, sind zwei Spieltage mehr, weil ja einer dann immer spielfrei hat, ist machbar, auf jeden Fall ist machbar. Okay, wir nehmen das mal auf. Jetzt bin ich noch aus der Generation, der gern Fußball gespielt hat. Ich habe mich auf jedes Spiel gefreut. Ich war auch schlecht, deswegen konnte ich mich immer nur verbessern. Und uns ist jetzt damals Snappert nie zu viel geworden, gell, Bernd? Wir haben immer gern gespielt, aber ich mache diese Beobachtung teilweise auch. Völlig richtig. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Bisher ist keiner mehr sonst da. Beiträge, Hinweise, Vorschläge? Ja, Christian Breit nochmal. So, jetzt. Wenn sonst keiner will, hätte ich noch eine Frage. Die Geschäftsstelle ist ja geschlossen und der Lehrgangsbetrieb ist wohl auch eingeschränkt. Wenn man jetzt in Zukunft das Problem hat, das Schiedsrichter soll nicht erfüllen zu können. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, Interessenten für den Lehrgang zu melden. Wie wird damit umgegangen? Herr Bertsch, das können Sie beantworten. Ja, zum Teil zumindest. Wir sind sukzessive dabei, den Lehrgangsbetrieb tatsächlich auf virtuellen Betrieb umzustellen. Verlängerung C-Lizenz ist es schon gelaufen und viele andere Dinge sind im Moment in der Mache. Ja, zu Schiedsrichtern habe ich jetzt aktuell keinen Kenntnisstand, wie weit wir da schon sind. Aber wenn sich die Situation weiter hinziehen wird, was ja durchaus vorstellbar ist, dann werden wir natürlich auch da angefangen schaffen. Herr Weise, Sie wissen dazu mehr als ich, oder? Ja, also die
Situation bei den Schiedsrichtern ist ja so, dass wir jetzt schon, weil der Lehrgang nicht stattfinden konnte, für den nächsten Stichtag gesagt haben, braucht nicht erfüllt zu werden. Und da ist schon bei den Schiedsrichtern klar geregelt, das wird dann vom Präsidium, nehme ich mal an, auch bestätigt, dass das auch fortgeführt wird, solange wir keine Lehrgänge anbieten können. Die andere Sache ist ja die, um dann wieder auf ein Soll zu kommen, war ja die Regelung bisher so, dass man 4 Quartale das Soll erfüllt haben muss. Wenn Sie dann natürlich diese Regelung verlängern und dann die verbleibenden Quartale erfüllen, gehe ich mal davon aus, dass dann wiederum eine Saison das Soll erfüllt wurde. Nur irgendwann, oder da muss ja auch ein gewisser Vorlauf da sein, um sich noch qualifizieren zu können, aber ich wollte es einfach nur mal ansprechen. Ich gehe davon aus, ich habe auch die andere Nachricht zur Kenntnis genommen, dass das ja dann doch die handelnden Personen auch am Schirm haben und vielleicht auch dabei berücksichtigen, dass die Vereine sich im Moment nicht nur um den Spielbetrieb sorgen, auch wie wir eben gehört haben, Sorgen finanzieller Natur haben. Wir kämpfen auch an allen Fronten und das für 0 Euro. Vielleicht kann man ja da auch irgendwo, wenn es möglich ist, großzügig sein und den Vereinen entgegenkommen. Na ja, gut, aber großzügig waren wir jetzt, ja. Die Aussetzung hat regeltechnisch klar die Folge, dass unterstellt wird, eine Sollerfüllung an diesem Stichtag. Ja, also wir waren doch großzügig. Da haben wir erst darüber diskutiert, das 2. Quartal. Da haben wir für das 1. Quartal schon verzichtet, weil der Lehrgang Ende März ausgefallen ist. Da konnten Vereine, die dort einen Schiedsrichter gezückt hätten, um ihr Soll zu erfüllen, konnten es nicht erfüllen. Und da haben wir gesagt, okay, keine Sollerfüllung wird angenommen. Und dann haben wir es für das gesamte 2. Quartal gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass wir im 2. Quartal auf jeden Fall wieder Schiedsrichter ausbilden werden. Ob die dann in der Form ausgebildet werden mit dem praktischen Teil und so weiter, ist eine andere Frage. Die Frage ist dann, ob wir zum Beispiel, wenn ein Schiedsrichter einen Online-Lehrgang bei E-Learning alles absolviert hat, ob wir den dann schon auf Soll anrechnen, vorzeitig. Was wir bisher erst machen, wenn er die komplette Ausbildung hinter sich hat. Das sind dann Dinge, da werden wir sicherlich auf der Seite der Vereine sein. Gar keine Frage. So, jetzt hat sich Herr Vollmann nochmal gemeldet, bitte. Ja, ich habe ganz am Anfang sagten Sie, dass der Fußballverband Rheinland darauf schaut, was die Oberliga macht. Das hätte mich noch ein bisschen genauer interessiert. Wie sind da jetzt die Abhängigkeiten für die Szenarien, die wir gehört haben? Ja. Die Abhängigkeit zu der Oberliga ist ganz einfach. Erstens einmal, die Oberliga hat auch noch nicht entschieden. Der Oberliga sind in dem Präsidium 12 Personen, 10 stimmberechtigte Personen, 4 aus dem Rheinland, 4 aus dem Südwesten, 2 aus dem Saarland. Wir haben eine Besprechung der Präsidenten gehabt und haben keine einheitliche Lösung bisher gefunden. 2 Verbände haben eine klare Vorstellung, ein Verband hat noch keine. Wenn die Oberliga beschließt, dass sie auch abbrechen würde, wenn wir abbrechen, dann wäre es kein Problem. Dann ist der Aufsteiger in die Oberliga derjenige, der nächstes Jahr in der neuen Oberliga spielt. Wenn die Oberliga weiterspielt, dann wird der Aufsteiger bei uns aus der Rheinlandliga warten müssen, bis die Oberliga die neue Saison beginnt. Das könnte bedeuten, dass der Verein, der aufsteigen darf, 6 Monate warten muss, bis er wieder in einen Meisterschaftsspielbetrieb eingreift. Das ist eine sehr unangenehme und unschöne Situation. Aber das ist die Verzahnung. Und ich habe vorhin von Bruchstellen gesprochen. Ja? Das wäre so eine, denn die Oberliga, genau dasselbe mit der Oberliga zur Regionalliga. Also im Jugendbereich wird es noch intensiver, weil es da mehrere Aufsteiger gibt in den verschiedenen Jugendklassen, in die Regionalliga A-Jugend, B-Jugend. Aber das wird häufig auch gar nicht so nur mit Auf- und Abstieg geregelt, sondern auch über Meldungen, ob Vereine überhaupt dahin wollen oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wir es dort ohne Probleme hinkriegen. Aber das ist ein Nachteil oder das wäre eine Konsequenz unterschiedlicher Entscheidungen. Wie die Oberliga entscheidet, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe heute Mittag mit dem Dieter Trebitz noch telefoniert. Wir sind noch am Ermitteln, auch die juristischen Fragen. Der Norbert Weise spielt eine ganz wichtige Rolle mit seiner Beratung. In der Oberliga ist natürlich die Situation der Vereine noch mal eine andere. Die Oberliga-Vereine, die haben ja doch
alle mit wesentlich mehr Geld zu tun, als es hier im Amateurbereich ist. Das sind, ja, sagen wir mal, 200.000 Euro, 300.000 Euro. In der Oberliga ist schon die Untergrenze dessen, was da fließt. Und da spielen natürlich gerade auch finanzielle Dinge eine Rolle. Und wie die Vereine da entscheiden würden, weiß ich nicht. Da wird es auch noch entsprechende Konferenzen geben. Okay, dann habe ich den Jörg Mitz. Bitte schön. So, hallo. Ich wollte mal fragen, wie Sie eben schon sagen, Herr Desch. Sagen Sie mal gerade, wo Sie herkommen. Ich weiß es zwar. Ach so, ja. Ja, TuS Rodenbach, Kreis Westerwald-Wied, C-Klasse spielen wir. Da sind wir zu Hause. Ich wüsste gerne, wie Sie eben schon sagten, der ein oder andere Fußballer, wenn die Pause jetzt zu lange ist, überlegt sich vielleicht was anderes zu machen, sei Tennis, Golf, sonstiges. Ob es bei uns in den Kreisen nicht auch wieder möglich ist, in kleinen Gruppen zu trainieren, Passfolgen, mit zwei Mann außenrum laufen gehen oder sowas. Weil die Jungs fragen Woche für Woche, ich nehme an, viele Vereine werden das gleiche Problem haben. Wann können wir wieder auf den Platz? Wir haben einen Rasenplatz, der sieht aus wie geleckt. Du darfst nichts machen, das ist echt ätzend. Also die Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Norbert, sagst du was? Ja, das ist keine Frage, die an uns gestellt werden kann oder darf. Das heißt, die Frage kann an uns gestellt werden, aber wir können sie nicht beantworten. Das ist eine Frage, wann die Behörden im Land diesen Trainingsbetrieb wieder zulassen. Im Augenblick ist es nicht zulässig, also weil es ja beschränkt ist auf zwei Personen. Also ich empfehle in dem Zusammenhang heute Abend, ich habe es auch noch nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass sowas gekommen ist. Das Land hat heute eine Verordnung rausgegeben und die Überschrift lautet leichte Erleichterungen für den Sport. Das müssen Sie sich angucken und das bindet Sie, das bindet die Kreisverwaltung. Also insofern eine konkrete Antwort können wir darauf nicht geben. Okay, die nächste Frage kommt von Stefan Haas. Bitte. Ja, die Frage zielt eigentlich... Ja, hallo, mein Name ist Stefan Haas und bin vom SV Ellingen und komme aus dem unteren Westerwald. Meine Frage geht eigentlich in die gleiche Richtung. Hier aber auch, wir haben ja vernommen, dass sukzessive jetzt der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Und ich weiß also nicht, wie weit dort Schulsport Berücksichtigung findet. Dass sich auch Auswirkungen auf unsere Bereiche im Jugendtraining, Kinder- und Jugendtraining hat, um vielleicht hier auch mal zu entzerren bei den Eltern, dass man die Kinder wieder auf den Sportplatz holen kann im Bereich der F-Jugend oder so. Einfach mal, dass die Jungs sich austoben können in dem Bereich, weil es wurde ja in einigen Zeitungen kolportiert, dass ja Joggen einzeln oder zu zweit erlaubt ist und mit Kindern Fußball spielen. Das waren so Wortlaute. Und da ist einfach die Frage, ob man da auf so einer weiteren Verantwortung mit genügend werden kann. Ja, also das ist auch wieder abhängig von der Schulbehörde, wann die Schulen wieder sowas machen dürfen. Hier kann ich nur empfehlen, als Verein mit Schule dann mal in Verbindung zu treten. Wir haben ja das Projekt Fußball macht Schule mit über 100 Schulen, Ganztagsschulen. Und ich hatte vorgestern ein Gespräch mit dem Verantwortlichen für diese Aktion, dem Jörg Müller, der ist auch da oben aus dem hohen Westerwald. Und dabei habe ich dann erfahren, ich habe es vorher auch schon mal gehört, dass die ganzen AG-Leiter, die wir haben, das sind ja über 150 Leute, dass die alle in der Zeit, wo die Schule ruht, trotzdem weiter bezahlt werden, auch wenn die keine AGs machen. Hier würde ich empfehlen, mal mit einem AG-Leiter in Verbindung zu treten. Und wenn das jetzt nicht auf Vereinsebene läuft, ob man nicht zumindest die AG-Leiter und dann im Zusammenhang damit die Schule dazu bringen kann, dass die vielleicht, wenn es möglich ist, dann auch an der Schule etwas mehr ja oder auch Sport wieder anzubieten. Die Entscheidung, ob die Kinder Jugendfußball spielen, ist genau wie die Entscheidung bei den Senioren. Solange es verboten ist, ist es verboten. Es sei denn, es steht in der Verordnung drin, dass Kinder bis, was weiß ich, im Grundschulalter wieder Fußball spielen dürfen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es gerade aufgerufen, da kann ich den Passus kurz zitieren. Das ist von heute, Land Rheinland-Pfalz, die Lockerungen. Und zum Bereich Sport steht drin, dass alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes weiterhin Sport im Freien möglich ist und jetzt auch unter Benutzung von Sportanlagen, was neu ist,
Dies betrifft Sportarten wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf oder Reiten. Also von Fußball ist hier noch nicht die Rede. Und weitere Erleichterungen gibt es für das Training von Spitzensportlern. Also das sind die Erleichterungen, wobei hier zum Beispiel geschrieben ist, aber wenn Fußball dabei wäre, wäre es natürlich sicherlich aufgeführt. Fußball ist nicht dabei, hat Roger Lewis heute Morgen gesagt. Weiter klar ist gesagt worden, gestern auch schon und heute nochmal, Kontaktsportarten fallen nicht darunter. Ja. Okay. Wobei die beim Achter im Ruderboot ja auch ganz eng beisammensitzen, gell? Ja, die dürfen auch nicht. Nicht? Die dürfen auch okay. Nicht. Ja, gut. Also, gut, ja, vielen Dank. Dann komme ich zur nächsten Wortmeldung. Herr Reicher. Ja, Herbert Reicher ist gekörperlich, Bezirksliga West. Ich habe jetzt die ersten 10 Minuten verpasst, von daher entschuldige ich die Frage, falls Sie in der Zeit was dazu gesagt hätten. Ich hätte eine Frage nämlich zu den Mannschaftsmeldungen, einfach für nächste Saison, im Fenster, im Zeitfenster. Werden die nach unten gelegt, bleiben die, wie die sind, oder ist das noch offen? Bernd. Also die Zeitfenster können bestehen bleiben, Spielinstanzen können ja diese Mannschaftsmeldungen immer bearbeiten und werden dann, je nachdem, wie die ganze Sache im Endeffekt ausgeht, dann die Mannschaften dementsprechend einordnen. Herr Reicher, ist das zufriedenstellend, ja? Ich verstehe beides nicht. Ich weiß nicht, was ein Zeitfenster ist und ich weiß nicht, wie man es schließt. Nee, also okay. Stichpunkte, ja, nee. Alles klar, passt so. Alles klar. Gut, dann kommt die Michael. Zulowski, bitte. Zulewski, ja, schön, Entschuldigung. Genau, Zulewski. Von der SG Landskrona Heimersheim. Ich hätte vielleicht eine Aussage zum Bereich Jugendfußball, weil ich tatsächlich im Bereich des BMI arbeite und die aktuellen Situationen bei uns immer auf dem Tisch landen. Alle Sportarten oder auch Schulen oder so, die haben ja Hygienekonzepte vorzulegen. Und das ist im Fußball halt nicht möglich. Und auch im Jugendbereich, die Kinder dahin zu kriegen, Abstand zu halten, ist, glaube ich, noch mal schwieriger als im Seniorenbereich. Und dann rennen gerade bei der F-Jugend 10 Kinder im Ball hinterher. Deswegen ist, glaube ich, nicht davon auszugehen, dass vor Ende Mai, Anfang Juni überhaupt wieder Sport, vor allem halt Fußball, möglich ist. Sehr schön. Ich möchte mich auch noch bei Ihnen bedanken. Sie haben einen sehr ausführlichen Brief mit guten Vorschlägen geschickt. Den habe ich sehr wohl zur Kenntnis genommen, wie mir fast jeden Tag ein Verein irgendwas schreibt. In aller Regel sind das gute Vorschläge. Und um sie einzuschätzen, muss man den Tabellenstand angucken. Und dann merkt man auch, woher die Vorschläge kommen. Das war bei Ihnen jetzt nicht so. Das hat man schon gemerkt. Also vielen Dank. Also hier eine Aussage aus dem BMI. Das wäre interessant. Gut, die Länder haben aber eigene Entscheidungshoheit. Ja, genau, die haben eigene Entscheidungshoheit, weil es ja auch regionale Unterschiede gibt. Ja, aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass dieses Kontaktverbot in den Mai rein, also am 30.04. ist ja die nächste Runde, es wird alle 2 Wochen von den Ländern beraten. Es ist davon auszugehen, dass es dann auch nochmal verlängert wird. Da gehe ich auch von aus. Ja. Gut, dann kommt nochmal Christian, bitte. Ja, hallo nochmal. Ich habe jetzt mal eine Frage, denn die Saison zum Beispiel im August wird neu gestartet. Alles wunderbar. Donnerstags, der Junge spielt sonntags, mittwochs, donnerstags hat er Husten, Schnupfen, Fieber, wird freitags getestet. Am Montag, Dienstag da drauf kommt raus, der Junge hat Corona. Hat 2-mal jetzt gespielt gegen 2 verschiedene Gegner. Wie stellt sich dann der Spielausschuss oder Verband das vor? Der Test liegt dann vor, der Spieler hat Corona, alle Mannschaften dürfen 2 Wochen jetzt nicht am Spielbetrieb teilnehmen, alle müssen jetzt in Quarantäne. Also diese Entscheidung trifft erst einmal nicht der Spielausschuss, sondern wahrscheinlich das Gesundheitsamt, nehme ich mal an, wenn das so ist. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Egal, wann wir wieder spielen, nächstes Jahr im Dezember, wenn Corona wieder auftritt, man sagt ja, die Corona-Gefahr ist erst gebannt, wenn es einen Impfstoff gibt. Richtig. Und diesen Impfstoff soll es vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht auch nicht geben. Insofern müssen wir bis dahin mit Sicherheit
mit solchen Unsicherheiten leben. Und das habt ihr ja vorhin angedeutet, wenn man dann spielt und es wird einer getestet und die beiden Mannschaften und der Schiri gehen in Quarantäne, dann haben wir schon wieder ein Problem, was den Spielbetrieb betrifft. Du kannst natürlich schon mal überlegen, Bernd, wie die Spiele gewertet werden, wenn Spieler nicht spielen dürfen, weil sie Quarantäne haben oder die Mannschaft gesperrt wird. Die kann man ja dafür nicht bestrafen. Ja, aber da kannst du auch schon mal überlegen, ob dann Punktabzug ist oder keiner. Wie reagieren wir denn dann? Also was der Herr Preister gerade gesagt hat, ist ein Argument, was wir auch geprüft haben bei der Frage, welches Szenario kommt am ehesten in Frage. Und dieses Problem, das eben aufgezeigt wurde, ist ja ganz klar, wenn ein Corona-Fall drin ist in der Mannschaft, dann fällt die Mannschaft, die gesamte Mannschaft, mal für 2 Wochen schon mal von vornherein aus. Und in dem engen Zeitplan kann das dann den Zusammenbruch des ganzen Systems in dieser Staffel bedeuten. Und deshalb ist das Szenario Spielabbruch mit Wertung Stand jetzt oder auch Stand Hinrunde, ist auf jeden Fall das Szenario, was im Gegensatz zu den anderen Szenarien die größte Planungssicherheit bedeutet. Wenn das passieren würde in einer Saison, die noch weitergespielt wird, ja, dann kommen wir nie zum Ende. Gell? Also insofern spricht das eher für den jetzigen Abbruch, aber die Chance oder die Gefahr, dass da noch mal was kommt, die ist natürlich nicht außen vor, völlig klar. Für die zweite Welle wird ja immer angekündigt. Ja. Das heißt ja dann, also es würden jetzt 2, 3 Mannschaften betreffen und die Spiele werden dann ausgesetzt und werden dann, wenn es wieder geht, nachgeholt. Ja. Ganz einfach. Dann haben wir das, was der Bernd Schneider vorhin sagte, Sonntag, Dienstag, Freitag. Ja. Das will keiner. Und nachts dazu. Nee, das nicht. Aber ich habe erlebt in meiner Zeit, schon vor 20, 30 Jahren, dass wir tatsächlich in der A-Klasse Hunsrück-Mosel 2 Wochen so gespielt haben. Ja. Weil dann ein strenger Winter war, wo wir 2 Wochen hintereinander 3 Spiele hatten. Keiner gestorben, es ist keiner gestorben, es gab die Punkte, es gab Tore. Gut, das war aber auch in der Zeit, wo wir noch gerne Fußball gespielt haben. Richtig. Das wollte ich noch sagen. Und du brauchtest nicht zum Training, weil du spielen konntest. Ja, das war statt Training, war Spiel. Ganz genau so was. Genau so was. Gibt es weitere Wortmeldungen? Im Moment habe ich alle abgearbeitet, die hier erschienen sind. Weil ich möchte noch kurz auf die Verzahnung Rheinland-Lea-Oberlea zu sprechen kommen. Ist ja eben angeklungen, warum wir auf die Oberliga warten. Wenn zum Beispiel die Oberliga unserem Vorschlag nicht mitgeht, dass es keinen Absteiger gibt, dann hätten wir aus der Oberliga 2 Mannschaften, die zurzeit bei uns in die Rheinland-Liga kämen. Und da müsste ich die Rheinland-Liga mit 22 Vereinen spielen. Das ist die große Verzahnung da drin. Wenn die natürlich sagen, okay, wir lassen auch keinen absteigen, wir stocken auch auf die Klasse, dann hätten wir eine 20er-Staffel, sonst hätte ich 22 Mannschaften in der Rheinland-Liga. Und das ist natürlich dann ein dickes Brett, was ich bohren muss. Vielleicht ist dann das Modell, was vorhin vorgeschlagen wurde, als Playoff-System mal zu prüfen. Ja, muss man natürlich mit den Vereinen drüber reden vorher. Ja. Aber ich glaube schon, wir haben Neuland. Ja, wir haben Neuland, das wir hier betreten. Das hat noch keiner vorher im Fußball erlebt und gelöst. Aber wir müssen es lösen. Wir können nicht davonlaufen. Herr Bertsch, der muss sich verabschieden. Herr Bertsch, vielen Dank. Danke auch. Ihr habt die Fragen alle beantwortet, die für Sie waren. Wir sehen uns ja wieder, weiß noch nicht wann, aber wieder am Bildschirm gesehen. Original haben wir schon lange nicht mehr gesehen, aber Bildschirm quasi täglich. Herr Bertsch, Dankeschön. So, danke. Wenn keine weiteren Worte. Doch, David Vollmann war noch mal dran, ja, sehe ich gerade. Ja, genau. Ich habe noch mal kurz ein anderes Thema. Wir hatten eben gehört, Schleswig-Holstein zahlt pro Vereinsmitglied 15 Euro. Standen die 3 Millionen in Rheinland-Pfalz im Raum. Geht es dabei um diese Soforthilfe für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder ist das jetzt ein anderer Topf? Weil hier habe ich einfach auch den Wunsch und die Bitte, dass der Verband sich nochmal dafür einsetzt, weil wir unterhalten den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Allerdings die Voraussetzungen für irgendwelche Unterstützung sind hier einfach nicht gegeben.
weil das Ganze halt auch nicht fristenkonkurrent ist. Das heißt also, man schaut ja jetzt nur auf die Ausgaben, die in dem aktuellen Zeitraum stattfinden. Und die Anna Köberling, die Landtagsabgeordnete, wohnt direkt gegenüber und hat mir auch versucht, das ein bisschen warm ans Herz zu legen. Ich habe gesagt, es bringt uns nicht weiter, weil wir haben punktuelle Einnahmen, mit der wir, oder hätten wir, mit der wir im Prinzip unser ganzes Jahr, unsere ganze Saison durchfinanzieren. Und wenn ich jetzt im Prinzip nur darauf schaue, was ich aktuell an laufenden Kosten habe, dann bin ich nicht förderfähig als Verein. Und deswegen ist für mich halt die Frage, sind diese 3 Millionen, geht es da um diese Soforthilfe oder ist da schon was anderes in der Pipeline? Also ich habe das jetzt wirklich nur mündlich voraus mal. Es geht wohl um Gelder, die anderswo nicht ausgegeben werden im Bereich des Innenministeriums. Es sind also keine Gelder aus den großen Bundes- oder Landestöpfen, die allgemein diskutiert werden. Die Problematik, was man da angibt, wenn man Geld will, die habe ich persönlich 2 Stunden lang erlebt, als wir den Antrag mit dem Schatzmeister und noch 3, 4 Leuten ausfüllen wollten. Ich habe daraufhin beim LSB, da bin ich auch im Präsidium, habe ich dann angerufen und gesagt, wer hat denn dieses Formular gemacht? Das ist doch in sich unlogisch. Ja, das muss schnell gehen. Es ging halt darum, dass wir den Vereinen mal was geben, wo sie melden. Es wird zum Beispiel manchmal saldiert und manchmal wird nicht saldiert. Manchmal wird gar nicht nach den Ausgabeeinschränkungen oder Ausgabenminimierungen gefragt, obwohl es da auch welche gibt. Also dieses Formular ist nicht sehr systematisch. Aber das Ganze ist ja noch besser. Ich habe dann danach gefragt, wie wird das Formular weiter bearbeitet? Ich sage Ihnen, das sind öffentliche Mittel, die da rausgehen. Ich habe bei dem Landesrechnungshof noch immer im Nacken sitzen, nicht persönlich, aber als LSB. Das wird jetzt geprüft von 2 Angestellten des Sportbundes Rheinland, für die gestern 200 Anträge, die vom Rheinland bereits vorliegen. Im LSB sind es etwa 500 insgesamt. Und dann habe ich die Frage gestellt, nach welchen Kriterien wird nun geprüft? Und danach haben wir eigentlich das Gespräch einvernehmlich beendet. Weil das, wenn einer das Formular sieht und sich mal wirklich mit beschäftigt und auf einen Verein umsetzen will, wie Sie das ja auch versucht haben, ist es fast nicht möglich. Ja? Entweder man gibt Unwahrheiten an oder man benachteiligt sich selbst oder wie auch immer. Also ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich habe es genauso empfunden wie Sie. Im Übrigen, wenn die Frau Abgeordnete bei Ihnen wohnt, sagen Sie beim nächsten Mal einen schönen Gruß von mir. Wir kennen uns ganz gut von vielen anderen Begegnungen. Ich mag Sie sehr. Aber das nur am Rande. Okay, also dann haben wir nochmal den Herrn Schmitz, bitte. Ja, ich wüsste gerne nochmal, egal wie die Saison, ob sie abgebrochen wird oder wie auch immer, ist die Wechselfrist dann trotzdem vom 1.7. bis 31. August? Mir geht es darum, wir haben unser letztes Spiel letztes Jahr im November gehabt. Wir hätten es erst am 10. März gehabt, das ist wegen dem Wetter ausgefallen. Dadurch haben ja meine ganzen Spieler alle schon 6 Monate kein Spiel mehr bestritten und könnten dann theoretisch ablösefrei alle wechseln. Oder wie ist da der Stand der Dinge? Können Sie nicht. Norbert, bitte. Ja, also wir haben ja aufgrund der Ermächtigung vom DFB jetzt schon im Vorgriff einige Rechtsänderungen auf den Weg gebracht. Das Präsidium hat schon beschlossen, die Antragsfrist des Beirats, der das endgültig bestätigen muss, läuft am Dienstag ab. Und da ist es so, dass die 6-Monats-Frist neu berechnet wird. Und zwar wird die Zeit der Corona-bedingten Spielpause nicht mitberechnet bei der Dauer der 6 Monate. Okay, danke. Ja, yeah, super, dankeschön. Ist die Frau Knoll noch, der Herr Knoll noch, ne, der Herr Knoll noch da? Der hat sich gerade abgemeldet, ist leider weg. Gut, das war die letzte Wortmeldung, die ich jetzt hatte. Herr Knoll hat sich auch verabschiedet. Ich würde jetzt gern mal jeden Einzelnen befragen, ohne unverbindlich, aber bitte, ich brauche irgendwie eine Entscheidung. Ich sage nachher auch, wie die Vereine entschieden haben in der letzten Woche. Es gibt 3 Variationen. Entweder 1, relativ unrealistisch, zu sagen, wir spielen einfach bis 30.06. weiter. Dann gibt es 2 A, B, C. Da geht es bei A darum, muss ich selber mal ein Konzept gucken, Abbruch, Start wie 2019. 2 B heißt Abbruch mit Tabellenstand, wie er ist, mit all diesen vergleichbaren Dingen mit Quoten. Und Nummer C, Abbruch mit der Tabelle nach der ersten Runde, nach Hinrunde. Und das dritte wäre dann 3, wäre
weiterspielen nach einer langen Sommerpause, irgendwann im August, September in der gleichen Formation. Ist das verstanden? Glaube ich, ist eindeutig, ja? 1, 2a, b, c oder 3. Und jetzt fange ich einfach oben an. Der Knoll ist jetzt leider schon weg. Den kriegen wir nicht mehr. Aber Frank Breitbach, wie würden Sie entscheiden? Wir würden entscheiden 2b. Wo, bravo. Ja, bravo. Alles klar. Dann kommt der Christian Fach. Wie würden Sie entscheiden? Wir tendieren auch zu 2b. 2c wäre für uns auch in Ordnung, aber 2b ja. Oder 2c. Okay, 2b und zweite Variante wäre 2c. Ja. Markus Fabich. Ja, 2b, 2c oder 3. In welcher Priorität? Mit 2b angefangen, dann 2c ja. Und dann auch die 3. Alles klar. Christian Breit. 2a, 2b und c ist aber auch in Ordnung. A oder die beiden anderen. Michael Sulewski. Ich würde auch zu 2b tendieren, 2c wäre aber identisch. Wäre auch in Ordnung. Ja. Herbert Reicher. Ebenfalls 2b und 2c. Thorsten Birk, der ist nicht da, gell? Der Einzige, der heute fehlte. Dann haben wir David Vollmann. Ja, Variante 3 wäre eigentlich die erste Priorität, wobei Weiterspielen ab August für mich ein bisschen fraglich ist, weil ich denke mal, Weiterspielen ab dem Zeitpunkt, wo es machbar ist. Alternativ, ja. Wenn gar nichts anderes geht, würde ich 2b nehmen. Ja. Dann haben wir Stefan Haas. Ja, bei mir ist es eigentlich ganz klar, 2b. 2b. Marcel Lorenz. Also bei uns ist es auch, ich kann ja nur im Moment noch für die Jugend sprechen, weil unsere erste Mannschaft ja Trier in der Oberliga spielt. Ja. Aber für uns wäre auch, oder für mich, 2b. Ja. Dann kommt Kurt Händel. Ja, ich wäre für 2b. Ich denke, das wäre die faireste Lösung. Ja, Axel Schmitz. Ich bin für 2b. Rolf Neunkirch. Ja, ich bin auch für 2b. Die Lösung für mich mit den wenigsten Schwierigkeiten. Und Jörg Schmitz von Rodenbach? Ebenfalls 2b. Ergebnis und Siegerehrung. Ja? Also von den jetzt anwesenden 13 Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 Leute haben eine Stimme abgegeben. Davon haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Variation 2b an erster Stelle. Einige haben dann 2c an zweiter Stelle. Einer hat 2a an erster Stelle und einer hat 3 an erster Stelle. Letzte Woche ist das so ausgegangen. Es waren damals nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Wortmeldungen. Davon war 10 mal B, 1 mal A und 3 mal B oder C, aber mit Schwerpunkt B. Aber wenn sein muss, würde auch C gehen. Das war die Sache mit der Tabelle zur Halbzeit. Ja, meine Damen und meine Herren, es ist 18.32 Uhr. Das Ganze sollte etwa so lang dauern wie ein Fußballspiel, allerdings ohne Pause und ohne Körperkontakte. Gibt es jetzt noch irgendwelche Wortmeldungen? Herr Lorenz, hatte ich Sie schon abgefragt? Ja. Nee, die kam auch jetzt nachträglich, meine Wortmeldung. Ah ja, bitte, Herr Lorenz. Ich hätte nur noch mal kurz eine Frage zum Verständnis. Also wir haben eben kurz mit der Jugend gesprochen, was für mich jetzt auch mal erstmal wichtig ist.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten noch bei der Jugend, aber im Großen und Ganzen muss man verstehen, wir müssen uns das, was oben bei den Senioren passiert, anpassen. Ja, woran anpassen? Ja, wie jetzt entschieden wird, meine ich. Wenn jetzt 2B entschieden wird, wenn die Saison beendet wird, Tabelle von heute, ist das auch so bei der Jugend, wenn wir nicht mehr weiterspielen können. Ach so, davon gehe ich auch aus. Davon gehe ich aus. Okay. Also innerhalb des Verbands, innerhalb des Verbands. Bei den überregionalen Klassen wird es natürlich etwas problematischer werden. Aber Bernd Schneider, gab es bei euch in der letzten Sitzung, wo ich nicht dabei war, gab es da irgendwelche wesentliche Abweichungen bei der Jugend gegenüber dem, was ihr euch vorgenommen hattet? Nein, es ist nur so, dass der Peter ja wesentlich kleinere Staffeln hat und er will versuchen, eventuell diese Staffeln noch durchzukriegen in die Jugend. Aber wir wissen ja jetzt noch nicht, wann wir wieder auf die Sportplätze dürfen. Also ich sehe da im Grunde genommen keine Chance, dass der die Saison beendet. Ja, aber Herr Lorenz, es wäre ja, wenn durchgespielt werden könnte, Herr Lorenz, dann wäre es ja gut. Dann wäre es ja so. Herr Lorenz, wenn es durchgespielt werden könnte, warte mal, Norbert, wenn durchgespielt werden könnte, wäre ja in Ihrem Sinne, gell, ist ja keine Frage. Es geht ja nur darum, dass die Jugend nicht weitermacht im August nachher, das meinen Sie wahrscheinlich. Ja, das ist klar, genau. Okay, Norbert. Ja. So, und der Peter Lipkowski spricht sich letztlich, wenn das also nicht möglich ist, für eine einheitliche Lösung aus. Ja, okay. Okay, ja. Der ist auch im Vorstand oder ja im Präsidium des Regionalverbandes. Insofern wird man mal sehen, wie es da ausgeht. Es wird wahrscheinlich keine Einstimmigkeit geben dort, fürchte ich. Naja, mal sehen, was noch alles diskutiert wird. Ja, damit wären wir eigentlich am Ende. Sind Sie mit dem Verlauf soweit zufrieden? Gibt es da Kritik jetzt daran? War es zu wenig Wortmeldungsmöglichkeiten, zu wenig Möglichkeiten, sich zu äußern? Wenn Sie irgendwelche Kommentare haben, können Sie mir ja kurz eine Mail schreiben, was man besser machen kann, weil wir haben noch mehrere solcher Konferenzen. Es ist ja für uns auch neu, diese Methode miteinander umzugehen. Aber ich würde es schon gerne beibehalten. Aber wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, würde ich Ihnen danken, wenn Sie mir die schicken. Ansonsten bedanke ich mich für die offenen und sachdienlichen Hinweise, für die sehr sachbezogene Argumentation und kann nur sagen, auch vielen Dank Norbert, Bernd Schneider und vielen Dank, Herr Berger, ist schon weg.